Servus bei einem neuen Let's Play. Ja, es ist wieder mal ein Survival Game hier auf meinem Kanal. Hallo, ich bin Jirki und ich präsentiere und spiele jetzt einmal Empyrion Galactic Survival. Ein Spiel, was sich nicht mehr in der Early Access befindet. Es dürfte schon ein Full Release haben. Das Spiel gibt es seit August 2020 im Steam Shop verfügbar. Es sollte ein Einzelspieler und Mehrspieler Survival Game sein. Ja, ich habe mal schon reingeschaut, aber die Musik ist schon ein bisschen zu leise. Besser. Ja, ich habe mal kurz reingeschaut, wie das ist, natürlich Sound und Grafikeinstellungen, ob alles passt. Und natürlich die Einstellungen in den Optionen. Ich weiß nicht warum, das dürfte so ein Trend sein. Ob das nur an amerikanischen Tastaturen liegt oder irgendetwas, aber da ist F ist gern die Taste für alles, was normalerweise unsere E-Taste ist, und das habe ich natürlich umgestellt. Aber wir müssen es trotzdem in die Optionen rein. Und zwar erstellt man den Avatar in den Optionen. Und ich habe hier schon mal angefangen, einen kleinen Avatar zu erstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann gar nicht so genau geschaut. Gesicht sieht man nicht viel. Männlich, weiblich. Männlich. Oh. Was haben wir denn da für Gesichter? Ah, yeah. Den nehmen wir, oder? Oh, Langzungen. Ja, genau. Wow, der Hühne. Ich bin voll dafür, dass wir den spielen. Haare. Dann gehen wir mal zu H1. H2, H3, H4, H5. Okay. Der Afro. Oh, der Afro. Glatze. Ich muss ehrlich dazu sagen, mir gefällt es, wenn wir einen Bart tragen. Wir sind immerhin im Survival. Und so ein fetter Bart, der kommt sicher gut. Was hat man zum Rasieren? Haben wir ja nichts, glaube ich jedenfalls. Was natürlich bei einem Raumanzug auch blöd ist, wenn man mit so einem Bart in Höhen drüber setzt. Wo tust du den Bart hin? Vielleicht doch was anderes? Nee. Ja, Schnutzbart! Ja, das schaut grafisch nicht so gut aus. Den? Ich glaube. Tut mir leid, ich muss den anderen nehmen, den da. Hautfarbe! Ich bin das kleine grüne Männchen. Aber da können wir das Blau nicht lassen. Pink, oder? Das schaut cool aus. Den Anzug hätte ich gerne schwarz. Ich habe gewisse Vorteile schon. Also. Das schaut schon verdammt cool aus, oder? Wir wissen ja nicht, ob wir Mensch sind. Können ja irgendeine andere Rasse sein. Würde sagen, das lassen wir. Gut. Das war die Charaktereinstellung. Viel gibt es nicht, aber trotzdem einiges. Und recht lustiges auch noch dazu. Gut, dann gehen wir mal auf Einzelspieler. Spiel fortsetzen kann ich nicht. Ich habe nicht gespeichert. Ich habe nur mal kurz reingeschaut. Spiel starten. Überleben. Baue, kämpfe, erkunde und meistere dein Überleben in der Galaxie auf deine ganz eigene Weise. Gefällt mir schon mal ganz gut. Szenario, Lust auf zusätzliche Inhalte und Geschichten. Also es scheint einen Workshop zu geben, finde ich nice. War ja bei einem anderen Survival Game.
Nein, boah, jetzt fragt es mich echt zu viel. Da hat man das auch gehabt, die Szenarien. Kreativ, freier Baumodus, Kreativität ohne Einschränkung oder Bedrohung oder freies Überleben, keine Lebenspunkte, Ressourcen und Hungermanagement. Ja, das ist normal. Wir werden natürlich auf Überleben gehen. Okay. Wir starten auf einen Planeten, der easy ist. Soweit ich das mitbekommen habe, mitbekommen oder irgendwie, müssen wir hier mehrere Planeten anlaufen. Also nicht so wie bei unseren letzten Survival Game. Ist mir fällt wirklich der Name nicht. Wie kann ich so verklärt sein? Wo ich eigentlich geglaubt habe, dass man das kann, dürfte es vielleicht hier sein. Ich hoffe es. Mission Clear Skies, Talon. Ein schönes, grünes Paradies, das westliche harmlose Kreaturen. Oh. Neues Spiel. Was machen wir denn? Player. Ready Player One. Na, das kann ich nicht nehmen. Player One. Jetzt machen wir es so. Zufallsstartwert. Schwierigkeit. Aha. Okay. Startausrüstung normal. Inventar behalten nach den Toten nichts. Spielerfortschritt ist normal. Abnutzungsgeschwindigkeit normal. Nahrungsmittelverbrauch, Sauerstoffverbrauch, Temperaturen normal. Rohstoffgehalt pro Erzlager, Anzahl, Abbau durch Bergbaugerät. Ist erweitert. Schwierigkeit Feinde, Anzahl Drohnen auch normal. Drohnen? Drohnenangriffe auf Basis Wiss? Geschwindigkeit, Konstruktor ist normal. Blueprint, Reparaturgeschwindigkeit. Spawn Limit ist keines. Block Limit für bestimmte Geräte. Gewicht beachten, ja. CPU-Punkte, keine Ahnung. Okay. Inventar behalten nach Tod. Die Werkzeugleiste. Das müsste... Nur die Werkzeugleiste, aber damit... Sonst geht wirklich alles verloren. Das könnte blöd laufen. Okay. Planetengröße ist klein, der Startpunkt. Oh! Oh, Tutorial No. Skill on. Medium to high. Medium. Das dürften hard. Okay. Und wie gesagt, das sind jetzt dann. Das sind anscheinend die Planeten, wo man hin kann. Typ, Temperatur, Schwierigkeitsgrad leicht, Schwerkraft 1,02G, das passt. Temperaturen 3 bis 37 Grad, das geht auch. Strahlung keine. Mit dem Wert fange ich absolut nichts an, muss ich ehrlich sagen. Sauerstoffkonzentration fast 23%, das ist glaube ich gut. Es darf nicht zu viel Sauerstoff sein, weil sonst ist er ja atembar. Ja, steht eh da, ja. Erzlager, Kohlenstoff, Eisen, Kupfer und Silizium. Meteoriten nicht vorhanden. Ja, ich würde mal sagen, schaut ganz gut aus. Wir fangen hier an, auf der einfachen Welt und arbeiten uns dann zu den härteren Welten. Boah. Schauen wir mal, wie das wird. Na dann, drücken wir auf Start. Hast du einen Fehler oder... ja, genau, das ist... Ich müsste jetzt lügen, welcher Publisher. Ich werde es in einer der nächsten Folgen, also ich mache es sicher wieder so, mal schauen, zwei, drei Folgen in einem durch und ich werde dann danach sagen, welcher Publisher das ist. Ich bin gespannt, wie es sich spielen lässt. Wie gesagt, die ersten Minuten war es ja doch recht flüssig. Ein eigener... Oh,
ein eigener kleiner Grafikstil, der nicht so unübel ist. Wow, wow! Füge eine Klonkammer zu deinem Hauptschiff oder deiner Basis hinzu und aktiviere den Home-Knopf und Kontrollfeld. Eine Klonkammer. Das heißt, wenn ich sterbe, bin ich dann geklont? Ist da hinten ist doch ein Weg. Nein, ist ein Baum. Ich glaube, da hinten ist ein Weg. Ist nur ein Baum. Ich sehe sehr spannend an Strukturen. Okay. Oh. Ich glaube, das sind mal wir. Was für ein riesiger See. Aufschlag! Au. Wir leben noch. Wir leben noch. Manuel. Emergency situation detected. Robinson Protocol UCH-001A initiated. Do you want to activate the tutorial help information system? Okay. Yes, hätte ich gerne. Was wird das? Emergency situation. Okay. Vom Boden aufheben, Überlebenswerkzeug und was weiß ich. Aber. Was? Taschenlampe. Überlebensmultifunktionswerkzeug. Und eine Taschenlampe. Okay, wir aktivieren einmal Pump. Ich finde uns total cool. Das kleine grüne Männchen vom Planeten. Blitzelblitz. Nachdem du OK gedrückt hast, um diese Nachricht zu schließen, nimm dir Zeit und mach dich mit den Gegenständen im Inventar vertraut, sowie mit den Anzeigen und Funktionen dieser Ansicht, indem du sie anklickst oder mit dem Mauszeiger über sie fährst. Das habe ich noch gemacht und dann war es es eigentlich schon. Eine Sache habe ich dann noch gemacht, aber die zeige ich dann noch. Hier haben wir Videoanleitung. Also einmal anklicken, kann man es da fahren. Da haben wir ein kleines Zelt, einen Detektor, Bandagen, die uns wieder eine 85 Gesundheitspunkte. Da unten sieht man unsere Gesundheit. Wir sind nur bei 250 von 500. 246 von 500. Also wir verlieren Nahrung. Das ist Stamina, Ausdauer und Sauerstoff. Wir müssen nicht trinken. Das zeigt anscheinend dann Sauerstoff vorhanden, Schwerkraft normal. Und es gibt eine Spieler gegen Spieler Zone. Aber wir sind eher für Einzelspieler, das dürfte eigentlich nicht passieren. Hier kann man sich was bauen. Also wir könnten uns noch so ein Multifunktionswerkzeug und einen Detektor bauen. Mit was auch immer. Nein. Statistik. Und damit kann man einen Bug reporten. Hier hat man dann die Warteschlange, wenn man was baut, und Ausgabe anscheinend. Und wir müssen uns aufleveln. Juhu! Okay. Ich hätte da. Also da kann ich nicht weiter. Sammle Erfahrungspunkte, zum Beispiel durch das Töten von Feinden, Bergbau oder das Ernten von Pflanzen, um deine Spielerstufe zu erhöhen und so Unlockpunkte zu bekommen. Mit der Freischaltung kannst du Werkzeuge, Waffen, einschließlich Munition, Gadgets und Bausteine freischalten. Einmal verbrauchte Freischaltpunkte können nicht weiterverteilt werden. Um die dann schalte den Misk-Retter und den portablen Constructor frei. Das ist, glaube ich, der diverse und der portable Constructor und freischalten. Konstrukteure erzeugen alle Materialien und Ausrüstung, die du zum Überleben, Kämpfen und Bauen brauchst. Die Anzeige Anzugskonstrukteur und ein tragbarer Konstrukteur können dich nur mit den nötigsten versorgen.
Steige am Level auf, um bessere Konstruktionsgeräte im Tech-Tree freizuschalten. Gut, also hier gibt's einiges. Man sieht schon Basis, einige Sachen. Es gibt großes Raumschiff, kleines Raumschiff, ein Bodengleiter, diverses Werkzeuge und Waffen. So, das wäre Fraktionen, NPC. Oh, Menschen. Okay, bin doch ein Mensch. Mit dem PDE kannst du nicht nur Missionen im Bereich Tutorial und Solo-Missionen aktivieren oder deaktivieren, sondern auch Spielfunktionen in der Imperial PDA nachschlagen. PDA-Info, Missionsbeschreibung, PDA-Log, Dialoge und Nachrichten, die während der Mission aufgezeichnet wurden. Eine Mission muss vorher ausgewählt werden. Okay. Da gibt's dann diese wunderbaren Anleitung. Aktiviere Tutorial. Pick up all devices, items and tools around the crash site. Find edible plants and or craft basic food in your survival constructor. Find or build a weapon. Requires portable constructor. Unlock both in the tech tree. Harvest wood and mine carbon and build a shelter with the blueprint factory. In case you are stuck, check the PDA built-in Empyreopedia. Most importantly, have fun. The Robinson Protocol will help you out as you explore this world. Ja, also das ist eine Aufgabe. Got it. Was haben wir da noch? Andere Videoanleitung. Überlebenstool. The Survival Tool has three basic modes. Defense, Resource, Salvage. Change the tool modes with right mouse button, RMB. Shoot or use the tool with left mouse button, LMB. Defense. Use this mode for defending against small animals. It is suggested that you walk around with defense mode activated, as small spiders and insects may attack you. Resource. Use this mode for harvesting fiber from plants, wood logs from trees, extracting ore from the rocks lying around or drilling down to underground deposits. Salvage. Use this mode for recovering usable materials from wrecks. With the survival tool, you cannot regain the full amount of materials or components, but only a fraction. If a red box lights up on the lower right, you will not get back any materials. Note: make use of your personal drone, F5, for mining underground deposits to avoid getting trapped in a deep mining hole. The personal drone can be used for other tasks as well. Give it a try. Okay. Ja. Interessant. Also. Lesen Sie zuerst PDE, lesen Sie zuerst Videohandbücher, Tutorial, erste Schritte, das haben wir gemacht. Passt Einzelmissionen. Das werden wir sich dann noch anschauen. Okay. Blaupausenbibliothek. Ah ja, genau, das kann ich mich noch erinnern. Da kann man Gebäude und andere Sachen von jemand anderen. Man bräuchte halt dann nur die Rohstoffe. Und 14 Stunden 32 Zeit. Okay. Wissensaktualisator. Solange du in Reichweite deiner Basis oder deines Fahrzeuges befindest, kannst du Fernzugriffe nutzen, um einige Funktionen zu steuern und zu sehen. Mit dem Filter. Keine Ahnung. Das ist der Planet. Die Planetenkarte. Links, das ist das Feld. Das heißt, bauen nicht möglich. Aha. Okay, das ist so normal. Planet. Das ist der Planet.
Spielzeit, glaube ich, jetzt dann gerade. Oder Tageszeit, keine Ahnung. Temperatur, das wissen wir alles, das haben wir alles schon gehabt. Das sind unsere Lager. Meteoriten? Nee. Ja, das kennen wir alles. Das sind die anderen Planeten. Überblick über alle Planeten. Infotafel. Informationen. Fügt uns mögliche Flugrouten hinzu. Okay. Also das meine ich, man kann hier auf andere Planeten wahrscheinlich reisen. Wir sind gerade da, glaube ich. Crown. Ja, anscheinend sind wir gerade da. Ich habe keine Ahnung. Wir dürften ein kleiner Mond sein oder irgendwas. Das könnte doch sein, ja, dass wir ein Mond sind. Und was haben wir da noch? Andere Sonnensysteme. Das wird auf jeden Fall noch verdammt spannend. Gut, ich würde mal sagen, wir legen gleich einmal los und sammeln mal ein. Das müssen wir... Oh, das war gleich eine unserer Aufgaben. Motorrad, Getränke, boah. Wir bekommen hier Pflanzenproteine und so, ich sollte damit das einfach nehmen. Level 2 erreicht. Hurra! Doch ein bisschen einsammeln. Gut. Das Einzige, was ich mir da jetzt noch bemerkt habe, alternative Erzquellen, Alter, jetzt. Wir brauchen jetzt hier wenigstens einmal sich keine Sorgen um Sauerstoff machen. Diese Pflanzenproteine, das habe ich mir noch bemerkt. Mit denen können wir jetzt, glaube ich, die Energieregeln herstellen. Ah ja. Stellen wir mal 20 Energieregeln gleich her. Und die schieben wir gleich mal da rüber. Gut. Ah, rechte Maustaste, wir gehen in den Ressourcenmodus, um uns hier dann irgendwo ein bisschen Platz zu machen. So, was ist das? Hoppala. Ah, nein. Ressourcenmodus. Ich habe jetzt nicht gesehen, was ich... Das wird Hutze, oder? Pflanzenfaser, okay. Wallowiese, da haben wir noch was. Kohlenstoffsubstrat. Interessant. Also, wenn ich mal sagen kann, sehe ich Holzstämme. Oh, hallo. Ich glaube, das ist... Was ist das? Pflanzenfaser. Okay. Pflanzenfaser. Ich suche gerade ein bisschen einen Platz für eine Base. Nachdem wir hier kein Wasser brauchen, der schaut anders aus. Delizium! Eisenhaltig. Ah! Eisen! Entdeckermarke. Ah! Man kann die Wiese auch wegschießen. Krass! Oh! Und ich sehe da oben. Wolkenlos Absturzstelle sind wir gerade. Und. In 4 Minuten wird es schon dunkel.
Also wir sollten, glaube ich, nicht zu weit weggehen. Ich würde mal gerne wissen, kann ich so ein Baum auch niedermachen? Oh, Kupfer, ich glaube, das ist Kupfer. Das schaut Kupfer. Ja, der ist nicht einmal so schwer. Ein bisschen dauert's, aber... Ein bisschen dauert schon, aber... Okay. Okay, hier kann man anscheinend alles irgendwie wegmachen. Dieser kleine Strauch da braucht fast genauso lang wie so ein Riesenstein. Okay, leider weiß ich immer noch nicht. Hier wäre schon irgendwie cool, oder? Ich glaube, hier könnten wir schon einmal Lager bauen. Das machen wir mal frei, also... Zwar nichts dafür, aber du hast schon eigentlich ein recht gründliche Wiesen. Ich würde mal sagen, wir sammeln mal ein bisschen. Ich fühle mich einfach sicherer, wenn ich meine Taschen gleich einmal mit Ressourcen voll habe. Und das Steinchen. Großer Stern. Schotter. Führ mich zum Schotter, Baby. Ich glaube, ich muss die Webcam ein bisschen verschieben. Meilenstein erreicht. Keine Ahnung. So, machen wir da ein bisschen frei. Die Wiesen. Was denn das? Ah, okay, da kriege ich nur Erfahrungspunkte dafür. Nein, das ist nix, das ist nur Wiese. Bing, 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 bing. Ah! Jo, okay. Ich glaube, da haben wir jetzt schon mal schön frei gemacht. Schmetterling! Also ich glaube schon, dass wir auf einem Mond sind. Wow. Geil, diese Monde. So, dann sammeln wir uns gleich noch ein bisschen von dir. Ich hoffe, die wachsen nach. Wo ist jetzt die Absturzstelle? Die fällt mir irgendwie... Hier? Ja, hier sind wir richtig. Wir sollten uns einmal unser Zeltchen aufbauen. Schlafen verlängert die Spielzeit um 8 Stunden. Nur im Einzelspieler. Du kannst nicht schlafen, wenn Feinde in der Nähe sind. Okay. So.
Brücke eh um 8 Stunden zu schlafen. Würde 8 Stunden schlafen? Das ist die Frage. Was haben wir denn da jetzt dann alles? Kupfererz, Schotter, Eisenerz, da haben wir nicht viel gekriegt. Kohlenstoffsubstrat, da haben wir einiges. Pflanzenfasern. Kann ich mit denen machen? Oh, ah, wow. 149 Kilo. Wir sollten überlegen, was wir bauen. Oh. Backbares Herz und Kühl. Portabler. Konstruktor. Können wir bauen? Ja, den werden wir auch bauen. Nebenbei. Gut, ein bisschen Ressourcen können wir ja noch einsammeln. Wäre noch cool, wenn wir irgendwelche Kisten bauen könnten, wo wir so Ressourcen lagern. Zack. Wenn wir noch ein paar Rohstoffe sammeln. Sicher ist sicher. Wer weiß, was wir dann herstellen können. Ich höre Eulen. Level was? 20 Fleischhaltpunkte haben wir schon? Okay. Das geht schon schnell. Ah, man merkt, es wird dunkel, die Temperatur fällt. Ich würde sagen, hier werden wir uns das aufbauen, oder? Oder was meinst du jetzt dazu? Haben wir da schon? Aha, der ist schon fertig. Wissensupdate, tragbarer Konstrukteur, allgemeine Handhabung, Wien. Ziehe alle Ressourcenmaterialien bei Drag and Drop in den Input, wähle dann mit der linken Mausklick eine Vorlage von rechts aus. Die Produktion wird gestartet, wenn du genügend Materialien für die ausgewählte Vorlage hast. Andernfalls wird die Vorlage aus der Warteschlange gelöscht. Deaktiviere den tragbaren Konstruktor, um die aktuelle bearbeitete Vorlage aus der Warteschlange zu entfernen. Unten rechts Vorlage, Hinweis. Eine Energie. Am Tech-Tree kann ich mir einen besseren freischalten. Das heißt, nach dem, was er gesagt hat, muss ich das umsetzen. Geht das mit Shift-Click eigentlich auch? Ja. Was ist das? Lösen Sie an einer Gin-Konsole in einer beliebigen Handelsstation ein. Schalte Belohnungen frei und erhöhe den Rang bei der Erkundungsgilde. Aha. Eisenerz, das und Schabba. Wow! Und was kann ich bauen? Kraftstoffzelle, Biokraftstoff. Benötigt Pflanzenfasern. Computer. Und wir werden uns das dann anschauen. Erst einmal muss ich jetzt dann ehrlich sagen, wir müssen was einmal schnabulieren. Okay, das gibt 50. Hä? Wenn du gut genährt bist, bekommst du langsam nach und nach gesünder zurück. Ah, Stärkungszauber. Wir haben hier also Stärkungszauber. Na gut, meine Lieben, es wird Nacht und ich würde mal sagen, wir machen einmal eine kleine Pause, also wir beenden diese erste Folge. Viel haben wir noch nicht weiterbekommen, aber es wird schon werden.
Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, ihr begleitet mich weiter hier beim Überleben auf diesem Planeten. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefällt, wenn euch das Spiel gefällt, dann lasst doch bitte ein Like da. Wenn ihr noch nicht auf Abonnieren gedrückt habt, bitte vielleicht auf Abonnieren drücken. Und jetzt bricht dann gleich die Nacht herein. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Mit da. Servus. Mit Vogelfahr. In an infinite galaxy, there are two options. Survive or die. I came here alone, before the others. I harvested the resources I needed to carve out a life, to craft a future, to endure the unknown. The journey was long. I explored new frontiers, discovered new planets, and new threats. But you cannot survive alone. So together, we built anew. Our talents are deep. The technology at our disposal evolves, but with expansion comes conflict. And the cost of failure is catastrophic. We chose our path. We build together. We fight together. We survive together. The journey was long. The journey continues. Imperium. Out now for PC on Steam.